2516 zu 57 Leverkusen mit dem ersten Abschluss. Anna Pakpaka kommt vom linken Strafraum weg zum Schuss und visiert unten rechts das Netz an. Dominik Schönnenbeck auf der Linie ist aber zur Stelle, 2416 zu 55 Bayer hätte die Chance einen Konter nach einer BVB-Ecke zu fahren. Über links treibt Anna Pakpaka den Ball nach vorne, wird jedoch durch ein Ziehen am hellblauen Trikot auf seinem Weg nach vorne gestoppt, 2016 zu 52 der erste Durchgang ist zur Hälfte rum. Dortmund hat etwas die Kontrolle übernommen und lässt Leverkusen kaum zu Angriffen kommen. Der Ball läuft gut durch die gelben Reihen, 1716 zu 49, was für ein Dribbling. Moukoko ergattert den Ball am eigenen Strafraum und marschiert über den ganzen Rasen in den Bayer Strafraum. Als er dort einen Haken schlagen will, um sich die Kugel auf links zu legen, rutscht er im Zweikampf weg und kommt nicht zum Abschluss. Der Schiedsrichter hat ein gutes Auge drauf und gibt keinen Elfmeter, 1416 zu 45. Ludka hat da keine großen Probleme, der Schuss von Malte Wengerowski wird noch abgefälscht und fällt so sicher in die Arme des Schlussmanns, 1216 zu 43. Kontrolle oder Ruhe ist im Spiel bisher nicht zu finden. Die Hoheit am Spielgerät haben die Gastgeber in Gelb. Leverkusen kommt zu wenig Entlastung, 916 zu 40 erste Ecke für Dortmund, keine Gefahr für Marcel Lottka im Tor der Werkself, 616 zu 39 Wolf erobert den Ball auf rechts und geht runter zur Grundlinie. Er spielt eine flache Hereingabe in den Fünfer. Der Leverkusener Keeper verpasst und am langen Pfosten verpasst Emanuel Ferrei nur knapp, 316 zu 34. Der BVB fährt den ersten Angriff über die linke Seite und Alaba. Seine Flanke in die Mitte findet aber keinen Abnehmer, 116 zu 31. Es geht los. Leverkusen hat den ersten Ballbesitz, 16.20 Uhr in 10 Minuten geht es los, 16.16 Uhr, der Vater des Hertha-Profis Mitchell gab schon nach dem Hinspiel eine Prognose ab, wie es heute zugehen könnte, es wird wieder ein Spiel auf Augenhöhe werden und Kleinigkeiten werden entscheiden. Sein Coach Jan Hübner zeigte sich zufrieden mit dem Remis. Ich denke, dass es nachher ein verdientes 1:1 war. Die Jungs haben sehr gut gearbeitet auf dem Feld und auch gut Fußball gespielt. Am Ende denke ich, dass wir das Spiel auch für uns hätten entscheiden können, aber das 1:1 ist schon in Ordnung, so der 37-Jährige. 16.07 Uhr, da es in diesem Wettbewerb nicht die bekannte Auswärtstorregel gibt, hat Bayer Leverkusen keinen Nachteil durch das 1:1. Es ist quasi noch nichts passiert und beide Seiten können heute ohne irgendwelche Rechnereien aufspielen und für den Sieg kämpfen. 16.03 Uhr am Donnerstag sollen sich um die 300 Beobachter und Scouts am Platz befunden haben, um die kommende Generation des Bundesliga-Fußballs zu begutachten. Besonders werden sie natürlich auf Youssouf Moukoko geachtet haben, der Torschützenkönig der B-Junioren-Bundesliga West geworden ist mit einer fantastischen Quote von 37 Treffern aus 26 Spielen. Wer ihn hat spielen sehen, der weiß, dass aus diesem Jungen mal etwas Großes werden kann. Wird der Deutsch-Kameruner heute seiner Mannschaft zum Finaleinzug verhelfen. 15.56 Uhr im zweiten Durchgang merkte man, wie das Wetter an den Kräften der jungen Spieler zehrte, die auf dem Rasen direkt neben der Bayarena nicht viel Schatten fanden. Der BVB war in den zweiten 40 Minuten die bessere Mannschaft mit mehr Tormöglichkeiten, aber oft scheiterte der Angriff am guten Torhüter Marcel Lottka.
Die Bilanz aus der Liga, 2 Siege für Dortmund, 5:0 Tore, spiegelte sich nicht wieder und so kann man heute ein enges Spiel erwarten, in dem alles offen ist. 15:49 Uhr noch einmal ein kleiner Rückblick auf die Partie am Donnerstag. Borussia Dortmund startete sehenswert ins Duell der beiden Ligakonkurrenten in der Bundesliga West. Sturmtalent Youssoufa Moukoko erzielte in der 8. Minute die Führung für den BVB nach einem schönen Solo durch den 16er. Moukoko, der er eigentlich noch in der C-Jugend spielen könnte, war auch im Spielverlauf eine prägende Figur mit vielen Aktionen. In die Pause konnte Dortmund den Vorsprung aber nicht retten, denn in der 38. Minute war es Bayer-Verteidiger Kevin Bukuso, der per Kopf nach einer Ecke das 1:1 machte. 15:35 Uhr, willkommen zum Halbfinale der B-Juniorenmeisterschaft. Das Rückspiel um den Finaleinzug steht heute an, nachdem sich unter der Woche der Nachwuchs des BVB und Bayer 04 mit 1:1 trennten. Gespielt wird ab 16:30 Uhr im Fußballpark BVB in Dortmund-Brackel.